Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Ja, wir sind hier gerade in Kenarok, bei mir zu Hause quasi. Und hier ist der Billy. Und ich hätte mir von dem jetzt gerade eigentlich die Rüstung komplett mal wieder reparieren lassen, wenn ich genug Geld hätte. Genau, denn ich habe nicht genug Geld. Und wir waren zuletzt hier auf der östlichen Seite im Alpha-Lager. Da sind wir gerade nicht, weil ich zuletzt einen Quest eigentlich offline machen wollte. Und zwar die Schätze von Kuln. Die habe ich jetzt schon alle eingesammelt. Damit reiße ich euch zwar kurz wieder raus aus dem Hauptquest, aber ich weiß, weil ich musste dann abbrechen, blabliblups, ich weiß gar nicht mehr warum. Auf jeden Fall dachte ich, das war dann doch interessanter als gedacht. Und ich habe ja immer gesagt, wenn ich es ein bisschen interessant fände, dann würde ich das mit euch zusammen machen, die Nebenquests. Und deswegen dachte ich, na gut, jetzt habe ich ja die Schätze schon eingesammelt, habe da also was geholt für den. Den Lord Gras, den habt ihr ja mitbekommen. Der wollte seine Schätze halt wiederhaben. Jetzt soll ich mir halt seine Belohnung holen und weiter sehen wir dann. Ich habe ihn halt nicht beendet, den Quest, weil ich musste dann auch damals, wo ich den gemacht habe, los zur Arbeit und was weiß ich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was los war. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Schätze eingesammelt in der Höhle. Das war halt ganz Standard. Höhle, Monster töten, Truhen aufmachen, Schätze sammeln. Nichts Besonderes. Das einzig Besondere, was da war in der Höhle, ist, dass ich hier einen ganz tollen Bogen gefunden habe. Den Sturmrufer. 113 Schaden allgemein und hier so ein, na komm, 53 Körperschaden, den habe ich ausgetauscht mit dem, den wir vorhatten. Der sieht auch richtig schick aus und der macht auch richtig Wow-Wow-Geräusche, wenn man jetzt die Gegner angreift. Richtig cool. Tolle Sachen gefunden und so weiter und so fort. Jetzt gehen wir mal zu ihm hin. Bemerkenswert. Die Schätze von Kuln. Sie sind noch schöner, als ich sie in Erinnerung hatte. Das ist wirklich ein Erfolg. Ein Erfolg, der alles verändern wird. Das verspreche ich euch. Ja, wer bist du eigentlich? Mein Vetter Klüet Arne hat Dolf Arne für ein lasterhaftes Leben in Rathir den Rücken gekehrt. Als der Krieg ausbrach, musste ich alles der Armee von Alpha überlassen, mit Ausnahme von Urlik. Eines Tages werde ich zurückgehen. Das ist mein Geburtsrecht. Ja, falls ihr es bemerkt habt, übrigens sieht meine Spieler-Lexis mal wieder anders aus. Ich war vorm Spiegel und habe sie nochmal wieder ein bisschen beendet. Ich sollte die Aufnahme komplett nochmal machen. Ich kann heute nicht sprechen. Das ist, weil ich erstmal wieder reinkommen muss und weil ich auch krank zwischendurch war. Und jetzt fühle ich mich so matschig noch. Egal, wo ist meine Belohnung? Die sollt ihr bekommen. Ihr habt etwas verdient, das dem großen Dienst angemessen ist, den ihr mir und den Flüchtlingen erwiesen habt. Ich habe auf meiner langen Reise nach Westen viele Werkzeuge und Waffen angesammelt. Ich wollte sie für den Bau von Neukullen benutzen, aber wenn ihr wollt, könnt ihr sie haben. Zum Dank sollt ihr einen Gegenstand aus meinem privaten Besitz bekommen. Urlik wird euch natürlich begleiten. Sein Speer könnte sich unterwegs als nützlich erweisen. Lebt wohl! Okay, jetzt sollen wir ihm folgen. Wo ist er jetzt? So, das habe ich entfernt. Da ist er. Dann laufen wir mal hinterher für eine Kiste, die irgendwo da hinten sein soll. Für eine Belohnung, die wollen wir natürlich haben. Ich bin auf dem Weg. Wo auch immer das sein soll. Anscheinend etwas weiter weg. Na, wo ist es denn? Wo ist es denn? Stimmt, werden wir gleich angegriffen. Oder auch nicht. Ach, wir kommen ganz gut durch. Das letzte Mal, als ich ihm gefolgt bin, musste ich ein bisschen mehr kämpfen. So, hier soll das sein. Tja, da wären wir. Fangen wir gleich an. Und mit Anfang meine ich, dass ich euch töten soll. Hier, fernab von den Augen der Flüchtlinge. Ihr ahnt es sicher schon. Es gibt keine Belohnung. Gab es nie. Krass ist vermutlich schon auf halbem Weg nach Rathir. Traut nie einem Adligen, meine Liebe. Nicht mal einem Falschen. Ich habe zwar eigentlich gar keine Lust, jemanden zu töten,
Aber Befehl ist Befehl. Ja, toll. Und ja, da sind wir also. Wir bekommen keine Belohnung, wir wurden reingelegt und jetzt muss ich euch leider töten. Ha! Mich bringt so leicht nichts zum Lachen. Ja, bringt dich das zum Lachen? Ey! Arsch, Arsch, Arsch. Ja, vergifte mich hier noch. Brief an Ulrik. Okay, dann haben wir noch irgendwas zu lesen. Können wir das lesen? Was ist hier? Hier ist eine Truhe. Das nehme ich mal mit, das andere lasse ich mal. So. Toll gelaufen. Jetzt gehen wir mal an die Gegenstände. Wir wollen den Kram ja immer lesen. Ich vergesse mal, dass ich lesen sollte. Und dabei lese ich ja gerne. Aber irgendwie, wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Brief an Ulrik. Dieser Brief ist in einer großen blumigen Handschrift verfasst, das Siegel mit Lippenabdrücken versehen. Du warst so lange fort, mein Geliebter. Die kalte Laken verraten dich. Du bist ein Schuft. Ein Schuft aus meinem Gemach zu schleichen, ehe der Hahn kräht und meinem Verlangen die Erfüllung zu verweigern? Ich hätte es besser wissen müssen, als dir den Schlüssel zu meiner Hütte zu geben. Wir sind uns wohl einig, dass es sehr viel mehr geöffnet hat als meine Tür und das Knarzen des Schlosses nicht so bald aus meinen Ohren fliehen wird. Die Bettpfosten haben auf dem Boden ordentliche Narben hinterlassen. Ich betrachte sie als Trophäen. Oh Gott. Und nun bist du weit von mir entfernt. So weit, dass ich die kratzigen Dolche deines Bartes nicht an meinem Halse spüren und das Säuseln deines Atems nicht hören kann, wenn es deinen makellosen Lippen entweicht. Ja, ich könnte einen anderen suchen, der deine vielen Plätze einnimmt, aber niemand kann das. Dein Name ist der einzige, den ich in diesen gewaltigen, dunklen Rathier-Nächten schreien will. Weiß dein bohrnierter und steifer Herr, wie süß du sein kannst? Weiß er von den Nächten, die du singend vor meinem Fenster in den Windungen verbracht hast? Von den Gedichten, die du unter der Sterndistel tief im Zwielichtgarten verfasst hast? Ich meine nein. Du bist für ihn nur ein bezahltes Schwert. Es ist ein Jammer, mein Geliebter, denn du bist keine Waffe, sondern die Salbe, die die Wunde meiner Einsamkeit pflegt. Jedes Mal, wenn sie mich schmerzt, rufe ich deinen Namen. Spute dich, Stachelbär! Meine Laken sind kalt, meine Bettpfosten wollen klappern. Kleena! Super! Ob er das wohl auch so gesehen hat? Na, da ging's ja heiß her. Wo kommst du denn her? So. Was hat diese? Oh, die hat einen Bogen. Was hat die denn für einen Bogen? Wahrscheinlich keinen besseren als ich habe. Aber man kann ja trotzdem mal gucken, ne? 45. Nee. Auch wenn das Ding drei Fassungen hat, aber nee. Nee. Nee, nee. Lass mal. Huch, nee. So. Oh. Okay. Alles klar. Klopsi, wo der liegt, Bergtroll. Begierde, Goldmünzen. Was ist denn Begierde? Waffen? Sekundäre? Begierde. Ach, das ist ein Zepter. Aha, cool, brauche ich nicht. Ja, ja. Und sonst hat er ja nichts, ne? Nee, alles klar. Dann laufen wir mal wieder den Hügel zurück. Wahrscheinlich darf ich dann dafür jetzt die Gegner töten oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wo? Naja, gut, er meinte ja, der könnte jetzt schon überall sein. Was heißt denn überall? Wo ist der denn jetzt? Ach, der ist so weit weg schon. Der ist ein Rat hier. Alles klar. Dann suchen wir den Halni mal, denn wir wollen uns ja rächen. Und dann gehe ich auch wieder zurück und dann machen wir da weiter, wo wir zuletzt eigentlich aufgehört hatten. Tja, Heini. Ich werde dich schon finden hier. Ach, da hinten beim Steg bist du, ne? Und deswegen finde ich halt den Nebenquest doch noch interessant genug. Es fühlt sich gut an, wieder festen Boden. Ja. Aber wir haben Tag. Können wir dann... Stadtwache, zu euren Diensten. Ja. Ihr, wie in aller... Ulrik, dieser Mistkerl.
Hätte ich nur keinen Lügner mit einem Mord beauftragt. Dafür gibt es schließlich Mörder. Was wollt ihr? Ihr habt alle belogen. Ja, natürlich. Ich bin nicht der Lord von Dolph Arne. Ich stamme nicht einmal von der Tywilly-Küste. Aber was spielt das für eine Rolle? Ich habe nur getan, was getan werden musste. Tun wir das nicht alle? Die Behörden von Rathier müssen nichts erfahren. Haltet einfach den Mund und lasst mich mit dieser Galeere in See stechen. Im Gegenzug gebe ich euch das Gold, das ich für die Schätze von Kullen bekommen habe. Ich stehe zu meinem Wort. Meistens. Ich will nichts von denen. Genießt euer erbärmliches Leben. Viel Spaß im Gefängnis. Oh ja. Nein, verdammt! Ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr krass verraten habt. Verstanden? Okay. Kommt bald wieder. Was? Was? Kommt bald wieder. Bis dann. Ciao. So, der ist im Knast. Soll mir recht sein? Ist mir doch egal. Der Handel findet in Also ich gehe doch nicht das Risiko ein, jetzt hier bei Tageslicht mit dem Typen hier zu kämpfen. Das würde mich ja nur sonst wohin bringen. Ja, genau. Ja, wie sieht's denn jetzt aus hier bei den Quests? Das ist jetzt einfach weg, ne? Das ist ja doof. Schade. Okay. Ja. Das steht jetzt hier auch nicht. Nö. Die Dinger von Kullen stehen hier nicht, oder war das kein Nebenquest, sondern eine Aufgabe? Steht das bei beendet? Dabei beendet. Die Schätze. Ich habe herausgefunden, dass Lord Kras, der Wohltäter der Flüchtlinge aus Kullen, ein gemeiner Lügner und Betrüger ist. Also habe ich ihm das Handwerk gelegt, damit er niemandem mehr Leid zufügen kann. Und jetzt ist er im Knast. Und wir sind wieder dabei, das andere dann zu machen. Was hatten wir denn hier zuletzt gemacht? Wollten wir nicht die Hallen der Prüfung finden? Oder wollten wir das hier machen? Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Ja. Also dafür sollen wir auf jeden Fall... Muss die Hallen zu Fuß. Okay, aber wir waren doch zuletzt hier im Alpha-Lager. Hatte ich dann doch vorher den anderen Quest gemacht? Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass er sich hier aufgesplittet hat. Soll ich das... Ah, ja, hier war ich nämlich zuletzt, ne? Odis Lager, genau. So, dann machen wir hier mal weiter. Und natürlich lese ich dann auch nochmal vor, was wir hier zuletzt... Oh ja, tut mir leid, dass ich hier hin und her switch. Küste, Chlorikons Alliierte treffen. Als Gegenleistung dafür, dass ich durch die Zerstörung der Prismere-Schreine Verwirrung unter den Tuatha gestiftet habe, hat Kydan versprochen, mir einen geheimen Weg zu Ventrinius-Turm auf Dannister zu zeigen. Kydan und Alin Shear warten an den Ufern der Kerlet-Küste in Chlorikon auf mich. Genau, und da wandern wir jetzt mal hin. An diesem geheimnisvollen Ort mal wieder, weil hier waren wir ja noch nicht. Und dann ist das immer spannend. Mal abgesehen davon, dass die Gegner hier auch stärker sind. Ah, toll. Super. Hi. Kannst du mal zielen? So, was war das jetzt für einer? Weiß ich gar nicht. Wo ist er denn? Toll, die Leiche ist weg. Ist sie runtergeplumpst? Was ist hier noch? Ah! Durch Wälder und Gebirge, durch Höhlen und grüne Wiesen, durch Sommer, Winter, Tag und Nacht, durch die heiligen Hallen der Zyklen und Lieder, durch Rache, Stolz und Sorgen, Hallen des Feienjägers Schritte. Ach schön, ich mag das ja. Wir haben ein bisschen Schiss hier in der Gegend. Na, dann kann ich ja da auch noch mal reingucken in die Schatzkiste. In die Schatzkiste, nicht in die Reagenzien hier, ne? Was haben wir hier denn? Naja, nicht so super begeisternd. Da ist sie doch. Ha. Die Tuatha sind auf der Flucht. Gute Arbeit. Und außerdem ist es hier deutlich netter, wenn man nicht aus allen Richtungen von Gutflow angebrüllt wird. Aber genug der Nettigkeiten. Seid ihr bereit für euer Wiedersehen mit Ventrinho? Wovon redet ihr da?
Die Aufzeichnungen, die wir von Noctien haben, besagen, dass ihr als Ventrinus-Assistentin in seinem Geheimlabor angestellt wart. Ihr wart mit ihm in Alabastra, als ihr gestorben seid. Allerdings ging aus den Aufzeichnungen nicht hervor, was geschehen ist. Ich bin mir sicher, ihr zwei habt eine Menge nachzuholen. Ich hege keinen Groll gegen ihn. Er wird für meinen Tod büßen. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die Gründe ja gar nicht. Tja, ich meine, alles was man weiß, ist, dass der sie vielleicht getötet hat. Dann wurde sie da wiedererweckt. Warum wurde sie getötet? Sie weiß ja auch gar nichts von ihrer Vergangenheit. Wer weiß, ob sie selber irgendwas gemacht hat. Und auf der anderen Seite ist man ja erstmal sauer, wenn man hört, der hat einen getötet, oder? Also ich meine, denkt man ja eigentlich, naja, ich habe ja nichts gegen den. Der hat mich ja nur irgendwann mal in meinem vorigen Leben getötet. Ich werde für meinen Tod büßen? Sorgt einfach dafür, dass er lange genug lebt, um uns nach Alabastra zu bringen. Sobald das erledigt ist, ist mir alles andere egal. Okay, gut. Dann sag noch mal was über ihn hier. Ich habe Geschichten über seine Taten gehört. Er ist teils Schwindler und teils ein Geist der Rache. Was ist mit Dannistar? Dannistar ist beinahe perfekt geschützt. Ventrinio könnte eine ganze Armee von seinen Ufern fernhalten. Ein Glück, dass wir einen anderen Weg dorthin gefunden haben. Kann sie denn noch mehr über Ventrinio sagen? Wird er hier erwähnt? Vielleicht kannst du... Ja, hier. Er ist ein Wurm, wenn auch ein nützlicher. Octien ist ein ziemliches Risiko eingegangen, indem er ihn nach Chlorikon gebracht hat. Er muss eine Menge Abmachungen getroffen haben, um ihn dort sicher zu verbergen. Okay. Ja, seid ihr bereit aufzubrechen? Selbstverständlich. Es wird bestimmt aufschlussreich. Ich bin nur enttäuscht, dass ich nie die Möglichkeit hatte, den ursprünglichen Seelenquell zu sehen. Magst du darüber auch noch mal was sagen? Vielleicht über den Schattenpfad? Geheime Feienpfade durch elementare Dunkelheit? Derartige Magie sollte sorgfältigst behütet werden. Stellt euch nur vor, wie mächtig sie sein könnte. Ich glaube, unser neuer Freund hat euch einen beunruhigenden Weg durch lebende Schatten anzubieten. Bitte, tut euch keinen Zwang an. Ach, ich mag sie. Da ist der Kydan und da ist der Schattenpfad. Na dann. Hätte ich nochmal mit ihm reden sollen? Oh, nee, da ist sie ja schon. Ist eine Abartigkeit. Ich hoffe, ihr seid für das hier bereit. Das hoffe ich auch. Tja. Schattenpfad hatten wir ja gerade, ne? Ja. Titarion vielleicht nochmal? Titarion ist nicht unbedingt das, was man von einem Hochkönig des Sommers erwarten würde. Allerdings besitzt er weder die Arroganz seiner Vettern noch deren Fröhlichkeit. Seit Gadflo den Hochkönig des Winters getötet und den Krieg begonnen hat, ist Titarion abwesend und melancholisch. Und er ist blind für die Gefahren, die ihn umgeben. Ich glaube, unser neuer Freund hat euch einen beunruhigenden Weg durch lebende Schatten anzubieten. Bitte, diese Insel riecht nach Tod. Bleib dicht hinter mir. Alles klar. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier kommt. Was auch immer dieser Gnom vorhat. Es scheint, als hätte er sich dabei einige Feinde. Das ist ein Ende. Das ist ein Ende. Ist ein Ende. Wir sollten froh darüber. Das sollte reichen. Ui. Okay, ganz schön viele von diesen untoten Zombie-Dingern. Den brauche ich nicht und dann nehme ich natürlich mal was. Ja, da ist sie. Hinterher. Okay. Wow, okay. Sieht irgendwie toll aus. Voll der Tempel. Genau wie Yus angenommen hatte. Ventrinio hat dieselben Schutzzauber verwendet wie in ihrem alten Labor. Das wird nicht... Folgt mir und seid vorsichtig. Die Lars kommen von irgendwo hier drin. Okay. Dann wollen wir mal reingehen. Und? Habt ihr Heimweh? Die Energie des Seelenquells ist außer Kontrolle. Verdammt! Was ist los damit? Und warum sind hier so viele Lars?
Wo ist hier noch einer? Okay, ich weiß nicht, ob das Schild besser ist. Hier direkt. Warum wird der mir noch angezeigt? Oder ist da noch einer, der rauskommt? Gruselig. Die meisten Leute halten die Lars für ein Ammenmärchen. Die wandelnden Toten? Wie lächerlich. Okay, ich hole Ventrinio. Je weiter wir kommen, desto besser wird es. Noch das klingt, als säße unsere Ratte in der Falle. Bleib mal erstmal mit ihr zusammen. Ich bin mir sicher, er wird überglücklich sein, seinen Rettern helfen zu können. Bin ich ja mal gespannt. Nicht so schnell. Geh du auch mal langsamer, bitte. Weil hier sind sonst welche, ja. Toll. Wieder einen Schritt näher. Genau. Das stimmt. Was hat er hier für mich übrig? Ah ja. Nein, die brauchen wir natürlich. Warte mal, dann nimm mal einen Trank, dann kannst du auch wieder einen nehmen. Nimm mal. Willst du mich veräppeln? Ich habe doch gerade einen genommen. Hä, es kann doch gar nicht sein. Ach, Leute. Okay. Was haben wir denn noch hier im Angebot? Ach ja, mein Schild. Nee, das ist nicht besser. Also schon, aber... Bla 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 bla. Wisst ihr alles? Ja, so. So. Kannst du den auch nehmen. Super. Weg damit. Was haben wir hier? Da ist doch noch was, was wichtig ist. Muss ich hier irgendwas machen? Oder soll ich wirklich einfach nur hinter ihr her wieder? Ja, oder? Wir sollten vorsichtig sein, sonst sitzen wir dort oben ebenfalls in der Falle. Hier trennen sich unsere Wege. Ich halte die Lars an diesem Treppenaufgang auf und ihr geht nach oben und holt Ventrinio. Okay. Dann, ja, ich hole Ventrinio. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, ihn zu finden. Geht einfach immer weiter nach oben und folgt dem feigen Gekreische. Alles klar. Ich werde diesen Treppenaufgang sichern. Geht jetzt! Aber warum zeigt er mir... Die stehen immer wieder auf, ne? Die Schweine. Ich sollte aber hier... Hier ist doch irgendwas, was ich machen kann. Was kann ich denn hier machen? Kapier ich nicht. Okay. Ja. Hätte ich jetzt hier irgendwas... Können die mal sterben und tot bleiben, bitte? Och, Mann. Ja, dann will ich jetzt weg hier. Wirklich reizende Gesellschaft, mit der sie... Ja. Na, dann wollen wir mal. Gehe ich hier einfach mal hin. Ja, die werde ich bestimmt... Ach, die kann ich sogar doch nehmen. Das ist gut. Das war nicht so schlau. Aber vielleicht kann ich das Ding selber benutzen. Kann ich da rein und hochfahren? Nee. Das habe ich nämlich da hinten nämlich auch gerade gedacht. Wow. Autsch. Okay. Das ist auch irgendwie eklig hier. Nein. Und schnell weiter, bevor die wieder aufwachen. Eine neue Energiequelle? Was für ein Unsinn ist das denn? Wenn irgendetwas hier eingedrungen wäre, hätten es meine Entdeckungszauber... Wer ist da unten? Gar keiner. Zeigt euch. Nein. Ich mache das nämlich im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.